So, ich würde zwar die Musik gerne lassen, aber wir gehen rüber in die andere und lassen das Gedudel hin fortgehen. So, guck mal, Himmel ist klar. Unsere Stadt ist auch soweit ready. Jetzt muss er alles erstmal laden, das dauert immer so eine Gewöhnungssekunde. So. Hier wird sich über Stau beschwert. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hier fährt ein Zug gerade lang. Du wolltest Buslinien bearbeiten. Es gibt nichts, was ich nicht so gerne machen würde. Aber das würde ich nicht so gerne machen. Schön, wie das mittlerweile hier so durch die Stadt durchgeht, das Zugsystem. Bewegungsunschärfe abgeschaltet. Wir können ja mal gleich reinschauen. Warte mal kurz. Grafik. Ambient. Bewegungsunschärfe. Deaktiviert. So. Ja, ist abgeschaltet. Es zuckelt halt noch ein bisschen, ne? Was der Look der verbesserten Wohnhäuser gefällt mir. Wo ist denn die verbesserten Wohnhäusers? So. Haben wieder ein paar Forschungspunkte im Übrigen. Große Straßen, Anschlussstellen, Brücken, automatisierte Parkhäuser, Tiefgaragen. Ja. Aber ich hätte ganz gerne, ich würde ganz gerne in diese Richtung Energie weitergehen. Bei der Wasseraufbereitung dreht sich alles um die Verarbeitung und Reinigung von Abwasser. Aufbereitetes Wasser kann sicher ins Wassernetz zurückgeführt oder der Umwelt entsorgt werden. Das machen wir auf jeden Fall als nächstes noch. Seuchenschutzbehörde. Bürgern dabei sogar schwersten Krankheiten zu erholen. Gesundheitsforschungsinstitut. Wir sollten in die Bildung weiter investieren. Universität. Dann schalten wir beide Universitätsteile noch frei. So, dann gibt es endlich mal die große Feuerwache. Zentralbank. Wir haben nur noch 2 Punkte. Dann gibt es auch noch Sportparks. So, haben wir da mal ein bisschen investiert. Dann müssen wir das natürlich auch noch in unsere Stadt reinkommen. Es ist natürlich jetzt Nacht gerade. Wie weit sind wir denn eigentlich? Ist da ein Mond? Ich sehe keinen Mond. Hügel sind auf jeden Fall beschneit. Aber in dem Winter müssten wir gleich durchgestanden haben. Ich sehe den Mond nicht mehr. Mond ist lost. Mond ist weg. Kein Mond in dieser Stadt. Gewerbenachfrage ist hoch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann werden wir Pipperstadt mal ein bisschen upgraden, fürchte ich. Hoffe ich. Sollte ich mich freuen drüber. Sagen Liebe. Dankeschön, Mika, für dein Follow. Herzlich willkommen. Hi. Mika, dankeschön. Dann bringen wir mal ein bisschen Gewerbegebiete hier auf Next Level.
Mal ein bisschen schauen, dass ich das auch wirklich hinbekomme. Ein neuer Zwerg ist so. Raven 10819 schenkt einen Sub an mich. Hey, Raven! Dankeschön vielmals für den verschenkten Amika im ersten Monat. Vielen lieben Dank dir. Dankeschön, das ist saulieb. Big Boy sagt gerade, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Ey, mein Tag heute war tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Und ich freue mich einfach jetzt auf diesen wunderbar entspannten City-Stream heute. Da freue ich mich wirklich einfach sehr drüber. So. Okay, hier wird massiv aufgerüstet, hoffe ich. Hey, Big Markus Boy! Unterstrich der Unterstrich Franke schenkt einen Sub an den Unterstrich Big Unterstrich Boy 9. Markus der Franke, vielen lieben Dank! Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle für dein Verschenken an Big Boy. Dankeschön. Tropfnase, wunderschönen guten Abend, hi! Leute, ich schaue jetzt mal gerade. Hier. Könnten wir auch mal einen Durchgang, einen Weg einbauen, weißt du? So eine Gasse vielleicht? Nee, ich will was mit Bürgersteigen haben. Brücke mit Holzdach. Nee, auch nicht wirklich. Schotterstraße. Nee, da muss es eine normale Gasse sein, oder? Fußgängerstraße, hier. Reven 10819 schickt einen Sub an Schneehörnchen. Schneehörnchen! Im dritten Monat. Vielen Dank, Raven. Und Schneehörnchen sagt Moin. Dankeschön. Ist ja herzallerliebst. Vielen, vielen lieben Dank. Was haben wir denn hier gemacht? Punkt, guten Abend. Ey, Kosa, guten Abend dir. Dankeschön für deinen Resub im 14. Monat. Vielen lieben Dank. Ah, ich weiß, was da nicht ging, ne? Hier konnte man das wegen dem blöden Kreisverkehr nicht aufrüsten. Der Rest ginge schon. Aber das geht hier nicht. Da wir das eh bei Zeiten verlegen wollen, entleeren beginnen. Verlagern. Ja gut, das könnte man halt auch verlagern, ne? So eine schnieke Müllkippe hier unten sehe ich ja auch uns ganz weit vorne drin. So. Was ist jetzt mit der alten Müllkippe? Ist die jetzt komplett lost? Die ist jetzt komplett weg? Dass das überhaupt geht, ist mir ein absolutes Rätsel. Also ehrlich, das ist mir ein komplettes Rätsel. Raven! Raven 10819 schenkt einen Sub an Longly Shadow 001. Vielen Dank! Dankeschön! Ein neuer Zwerg ist in der Mine. Raven 10819 schenkt einen Sub an Ochin 88. Danke dir vielmals. Das ist saulieb von dir. Vielen lieben Dank. Ein neuer Och, Zwerg. 10 verschenkte einfach noch. Raven 10819 schenkt einen Sub an Talerdus. So lieb einfach. Das ist so, so lieb. Ich danke dir vielmals. Ein neuer Zwerg ist in der Mine. Raven 10819 schenkt einen Sub an Whisky unterstrich vor unterstrich Lunch. Whisky for Lunch! Ein neuer Zwerg ist in der Mine. Raven 10819 schenkt einen Sub an DEA 76. Vielen, vielen lieben Dank dir. Ein neuer Zwerg. Ich bin ganz Eben hin und weg. 10819 schenkt einen Sub an S4 Tumi. Ein neuer Zwerg ist in der Mine. Raven 10819 schenkt einen Sub an Christo 1980. Alter, Raven geht aber voll steil. Ihr geht alle voll steil. Dankeschön. Raven 10819 schenkt einen Sub an Justinidis. Danke vielmals einfach. Ich sag's euch, wie es ist. Ein neuer Zwerg ist in der Mine. Raven 10819 schenkt einen Sub an Mark Elborg. Dankeschön.
Ein neuer Zwerg ist in Reven 10819 schenkt einen Sub an Lord unterstrich Sven 12. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Los, meine Zwerge, wir sind 10 verschenkte, jetzt wird's nochmal zusammengefasst. Reven 10819 schenkt 10 Subs. 10 Subs einfach. Völlig wahnsinnig. Völlig wahnsinnig. Los, meine Zwerge, wir sind aber so lieb auch. Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt 5 Subs. Markus! Danke für 5 Verschenkte, auch dir. Nochmal ein fetzen Ausrufezeichen Hype für den ganz, ganz wundervollen und lieben Support. Markus verschenkt einen an Red Fox Gamer im 8. an Danilus im 9. an Skadix im 8. an Mr. Decibel im 4. und an Leolu im 1. Monat. Dankeschön vielmals an Markus der Franke für den ganz, ganz lieben Support an dieser Stelle. Ich danke dir vielmals. So, jetzt müsste sich das hier eigentlich doch mal auch erwirtschaften. Machen wir hier nochmal, pass auf. So, ich löse jetzt mal dieses eine Eck gerade ein bisschen auf, weil das nervt mich auch ganz schön ordentlich. So, dann müssen wir hier auch nochmal ein bisschen anpassen. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Has anyone seen my keys? My keys? What? We're in the air? Oh, oh! Sorry about that. It's nothing important. I just lost my keys. I'm sure they'll turn up. They're for the brown sedan parked outside the radio station. Oh, wait. I probably shouldn't have said that. If anyone finds them, please don't steal my car. I mean, the old Hornbuckle mobile, please. Oh, good. Here they are. Well, okay. Never mind them. Thank you for listening. Schauen wir mal gerade. Das ist natürlich eine blöde Strecke hier. Main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java Mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks. Krieg diese Ampel nicht weg, doch jetzt. This just in from traffic. If you're thinking, holla, wunderhübschen guten Abend dir, Hallöchen. On the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth sollte sich eigentlich... Oh nein, jetzt ein Unfall gegeben. Hier, eher Verkehrsunfall. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than I have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Alter Schwede, was ist denn hier passiert? Oh, wir haben einen Stau statt einwärts. Wie unangenehm. So, pass auf, dann versuchen wir das mal ein bisschen an mehreren Stellen hier gleich anzugehen. Ich versuche mal ein, zwei Sachen hier zu lösen. Und zwar hier. Dass wir schon mal ein paar Fahrzeuge hier runternehmen. Vielleicht nicht mit einer Ampel. Das geht in dem Kreis hier nicht. So vielleicht. Weil hier wollen nämlich wahnsinnig viele auch runter. Dann belasten wir uns diesen Vorbereich hier nicht mehr. Weil hier ist eh schon so dermaßen viel Stress. Na, gucken. Braucht man den Zwerg wieder so gebaut? Ich weiß doch nicht. Aber es klappt hier schon mal gar nicht mal so schlecht.
So, pass mal auf, wir machen jetzt hier nochmal was. Ein Overkill vielleicht, aber scheint so zu gehen. So. Schauen wir mal, wie das aussieht. Es nimmt auf jeden Fall Druck runter. Wenn jetzt hier nochmal eine Möglichkeit in das Industrieviertel ist. Und das gleich. Wir machen hier mehrere Abfahrten jetzt, einfach um dieses Problem mal ein bisschen in den Griff zu bekommen. Das wird auch genutzt hier, wird schon gut genutzt. Also hier fahren durchaus Fahrzeuge auch noch rein. Das finde ich sehr attraktiv. Die Straße hier könnten wir allerdings mal ein bisschen upgraden auch. Oh nein, das war nix. So, die erweitern. Gut. Dann machen wir hier vielleicht auch noch einen Kreisel hin. Das geht mit der Straße hier nicht. Industriegebäude. Quatsch. Kein Industriegebäude. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Ich komme hier gerade ein bisschen in die Bredouille. Bisschen anpassen gerade. Jetzt müsste es wieder gehen. Okay. Gut. So. Würdest du sagen, dass es sich besser handeln lässt als im ersten Teil? Ja, dadurch, dass du einfach schlicht mehr Möglichkeiten hast, kannst du das durchaus besser handeln. Ich weiß allerdings noch nicht, wir haben eine Stadt mit 36.000 Einwohnern. Das wird sich dann wahrscheinlich erst bei 100 plus
zeigen. Ich finde immer noch, diese Anzeigen werden zu schnell, also zeigen zu viel, zu punktuell tatsächlich den Verkehrsfluss. Also, dass wir hier rot haben, ja, aber die Straße selber ist gar nicht das Problem. Ist halt hier ein bisschen was los, ja, aber jetzt nicht so übermäßig viel, dass das rot sein muss. Also wirklich, hier wird ja extrem schlechter Verkehr angenommen. Und das ist es aber gar nicht. Der Verkehrsfluss stockt ja hier nicht, sondern er fließt ja. Also müsste das eigentlich sehr gut sein. Das ist immer noch so ein Ding, ne? Also, puh, ja. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass unser Verkehr stellenweise natürlich stark ist, aber auch nicht durchgehend. Also wir haben mal ein bisschen Stau, aber ansonsten, wenn du so die großen Kreuzungen anguckst, das scheint ja eigentlich ziemlich okay zu sein. Ne? Da parken viele Autos, aber da fahren nicht so viele Autos hier. Also das geht eigentlich. So, was ich hier machen möchte, ist natürlich auch klar. Und zwar, ich möchte hier mal eine breitere Straße bauen. Und zwar hier rauswärts. Oh nein, hier ist ein warte. Komme ich nie anständig durch, warte, dann ist es Unsinn. So. Ja, mal ein Schlückchen trinken. Fette Katze wünscht sich Pudding! Das ist wunderschön. So. So, jetzt gucken wir mal gerade. Es geht aber eigentlich butterweich hier überall, ne? Bisschen auch stauig. Und die wollen alle hier raus, ne? Ich habe ja eigentlich schon noch eine andere Idee. Und zwar, dass wir hier den Verkehr einfach komplett rausnehmen. Weil ich denke, genau das wäre gar nicht schlecht, um den Hauptkreisverkehr nach links weg zu entlasten, wenn die nach rechts weg schon rauskommen. Wobei das auf einer... Moment, stopp. Das muss man ändern. Hier darf auf keinen Fall links abgebogen werden, sonst ist das dumm. Die dürfen nur nach rechts abbiegen. Die Zebrastreifen hier kommen weg, das ist Unsinn. Ja, das mit dem Stoppschild ist auch nicht optimal, ne?
So. Es dauert eine Sekunde, bis die letzten sich da eingereiht haben. Weil das mit dem Linksabbiegen funktioniert noch nicht so automatisch, ne? Driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you jetzt hat sich's ein bisschen eingependelt. Stay off the streets until conditions improve. Aber die fahren halt sehr, sehr. Ah, ihr Schweinebären! Ihr Schweinebären! For the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. This is Second Moon Radio Classical for the modern. Ja, jetzt kommt niemand mehr, schade. Unlike most modern music, classical has always been penned by someone sitting in front of a sheet of blank. Dass die hier umdrehen, ist super dämlich. Mitten auf der Straße. Die dürfen doch hier gar nicht durch. Hier ist doch, weißt du? Ich meine, wir könnten die Straße noch ein bisschen upgraden. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes. Die dürfen hier eigentlich. Das mit dem Umdrehen, das müssen wir echt verhindern. Weil sonst haben wir da spätestens morgen wieder so ein Problem. Thanks, Jim. We'll be back after this. So. Was? Moment, jetzt. Ich bin komplett durch. Raven! 9 schenkt einen Sub an Dark Shadow 1980, ne? Dankeschön, Raven, für den Verschenken an Dark Shadow. Mein Tool ist abgeschmiert im Übrigen. Ja, ich sehe hier nichts mehr Aktuelles gerade. Ich sehe immer noch von Markus der Franke vor 5 verschenkte Subs vor 18 Minuten. Das ist das Letzte, was bei mir steht. Dankeschön auf jeden Fall, Raven. Vielen lieben Dank dir. So, hier hat es auch noch einen Unfall gegeben. Das ist natürlich unangenehm. Polizei ist schon da. Ja, den Stadtbereich hier, den zu entlasten, das wäre schon extrem hilfreich. Natürlich hier die Hauptstraße auch noch ein bisschen verbessern. Nee, aber das hilft uns alles hier auch nichts. Hier könnte es aber helfen. Hier könnte man eine asymmetrische Einfahrt machen. Schauen wir mal, ob das hilft. Fühlt es sich an mit dem neuen Patch? Ich finde, es geht, aber ich habe auch wenig Vergleichsmöglichkeiten. Wir haben ja erst Anfang der Woche angefangen, da war der Patch ja schon draußen, glaube ich. Scheint sich hier ein bisschen zu akklimatisieren. Schauen wir mal, ob die nach links wenden. Was ist euer Plan hier? Ah, ihr wollt zum Hafen, natürlich, ja.
da ist jetzt natürlich auch krass viel los einfach. Da fährt einer mit null Fracht zurück. Schlecht. Ich habe gestern 9, echt? Ich habe vorhin geguckt und da war noch keiner drin. Oder war es vielleicht nur so ein Mini-Patch?